Herzlich willkommen beim Radio Ypsilon Fauteuil. Zu Gast im Studio sind heute Doris Laber und Tommy Tatzper von der Blau AG. Was die Blau AG ist, das werden Sie gleich erfahren, meine Damen und Herren. Die Blau AG macht Musik. Hallo Tommy, hallo Doris. Hallo. Hallo, servus. Schön, dass ihr im Studio seid heute. Ich schlage vor, wir spielen gleich das erste Stück. Das ist aus eurer, glaube ich, zweiten CD. Und diese zweite CD heißt Jessas. Geh, komm, bleib. Den ganzen Abend erzählt von unserem Urlaub auf diese Schule. Dabei waren wir kämpfen im Kampftal. Und ich mir gedacht, ist es wirklich notwendig? Willst du nicht endlich gehen? Blau AG
die CD Yesers, die zweite CD von der Blau AG, hat Geh, komm, bleib drauf. Die Blau AG, zwei Mitglieder der Blau AG, sind heute im Studio im Radio Y Foto zu Gast. Das ist Tommy Tatzbar und Doris Laber. Meine Damen und Herren, wir hoffen, Sie haben dieses bröselnde, wie man da so sagt im Studio-Slang, dieses bröselnde Geräusch nicht auch gehört, das wir jetzt über die Kopfhörer gehört haben. Falls doch, bitten wir um Verständnis. Wir wissen jetzt nicht, was da genau an Sound an Sie bei Ihnen herübergekommen ist. Hoffentlich das Beste von der Blau AG. Ausprobiert die CD vorher, hat alles gepasst. Jetzt sind wir uns nicht ganz sicher. Kommen wir zur Blau AG. Warum Blau AG? Was bedeutet dieser Name? Naja, entstanden ist das Ganze so, dass wir einen Namen gesucht haben, der irgendwie mit dem englischen Wort Blues zusammenpasst, aber halt nicht Englisch ist, sondern Deutsch. Und die älteren Zuhörer werden sich vielleicht nur erinnern, es gab einmal die Brau AG, mittlerweile heißt es Brau Union, aber und das ist einfach ein Wortspiel aus Brau AG, nur mit einem Buchstaben geändert auf Blau AG. Also das war sozusagen die Idee dahinter. Und wer hatte die Idee zu dem Namen? Ja, das war ich. Ich ist Tommy Tatzbar. Ihr spielt im Wiener Dialekt. Warum im Wiener Dialekt? Ja, es ist eigentlich die Musik, mit der ich aufgewachsen bin. Ich bin halt also bei mir zu Hause ist sehr viel, was man heute Austropop nennt und was ein bisschen an Schalenbeigeschmack hat, aber damit bin ich aufgewachsen, Ambros, Danzer, Ludwig Hirsch, und das hat mir immer sehr gut gefallen, und Blues hat mir auch immer schon sehr gut gefallen, und irgendwie hat man gedacht, das wäre eigentlich eine super Kombination. Gibt da natürlich auch Vorbilder wie ein Haley Steinböck zum Beispiel, der sowas gemacht hat und oder immer noch macht, und ja, also deswegen Wiener Dialekt, weil ich ja der Meinung bin, das ist halt einfach unsere Sprache, und ich möchte gern, dass die Leute auch verstehen, wovon wir singen, und das geht halt am besten in der eigenen Sprache. Jetzt hast du da vorhin gerade so das Wort schaler Beigeschmack. Wieso? Wieso ist das für dich so? Nein, das Problem ist einfach, dass natürlich nicht alles, was unter dem Namen Austropop veröffentlicht wurde, jetzt immer gerade hochqualitativ ist. Das hat dazu geführt, dass Radiosender wie Ö3, die ja eigentlich ursprünglich das sehr unterstützt haben, ohne Ö3 wäre Ambros nie so groß geworden, die haben irgendwann beschlossen, das ist jetzt ein Unwort und das ist auch eine Unmusik, und haben dementsprechend ihr Programm geändert und haben das also komplett negiert. Und ich finde das sehr schade, weil für mich war das immer, das hat mein Leben begleitet. Das heißt, es hat immer wieder Liedertexte gegeben, wo ich mir gedacht habe, genau das habe ich mir auch schon gedacht. Und der hat es jetzt genau auf den Punkt gebracht. Und damit ist aber leider halt das Wort Austropop irgendwie ein bisschen in Ungnade gefallen. Und heutzutage distanziert man sich. Heutzutage vielleicht schon wieder weniger, es ist jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen eine Bewegung in die andere Richtung, und es gibt jetzt sehr viel, die sowas in, sagen wir jetzt einmal, österreichische Popmusik machen im weitesten Sinne. Und da seid ihr auch federführend und ganz vorne dabei, was so die Vernetzung betrifft an Dialektbands. Dazu kommen wir später. Es passt nämlich jetzt gerade super von eurer aktuellen CD Kummer net a so, so heißt die CD, die Wiener Spruch. Ist einer nicht in Wien geboren, dann ist es für ihn blöd. Es kann sein, dass er nicht geht, die Wiener Spruch versteht. Da hilft der Mann
auch kein Spruchkurswetter und auch kein Chorokross. Wer wo es herging, da ist verkehrt, er kennt sie nimmer aus. Geh komm her, ist leicht schwer, fahr voll leer, geh komm her, ganz schön schier, versteht er nicht, und jetzt genau daneben. Und wenn einer sagt, du bist der gescheiter Truppel, dann wird er gleich verliehen. Da hilft dir mal kein Spruch aus Wetter und auch kein Kohlgras. Wer wo es herging, da ist verkehrt, er kennt sie nimmer aus. Geh komm her, ist leicht schwer, fahr voll leer, geh komm her. Nirgendwo auf der Welt reden so wie da in Wien. Nirgends auf der Welt macht er das so ein Substanzin. Nach der Arbeit hol ich ihn. E-A-O, holst du mich? E-A-O, ja, da hol ich dich. E-A-O, dich hol ich auch. A-E. Ja, mancher hat schon blöd geschaut. Der Satz hat fast nur selbst laut. So hilft er auch kein Spruch aus Wetter und auch kein Kohlgras. Bei was du hörst, ging da ist pervers. Du kennst den nimmer aus. Ja, was du hörst, ging da ist pervers, und keiner kennt sie aus. Ach, geh. Wenn Sie einen Sprachkurs in Wienerisch brauchen, dann kaufen Sie sich die CDs von der Blau AG. Wo gibt's die CDs, Tommy? Die CDs kann man natürlich über unsere Homepage bestellen, www.blauag.org. Aber es gibt sie auch zum Downloaden bei iTunes, bei Spotify und so weiter und so weiter. Die Blau AG haben Glück. Die Blau AG sind mehrere Männer und eine sehr, sehr fesche Frau, die wir jetzt an der zweiten Stimme und, weiß nicht, wie man da sagt, wenn wer so nachsingt, das fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber Sie hörten an der Stimme soeben Doris Laber, auch zu Gast im Studio. Doris, wie lang bist du schon dabei bei der Blau AG? Ja, ich bin schon recht lang dabei eigentlich. Also ich schätze mal ungefähr 10 Jahre, Tommy, stimmt das? Ja. Also 10 Jahre kommt ungefähr hin, ja. Und das macht mir nach wie vor total viel Spaß und ist echt eine ganz eine tolle Geschichte. Wie habt ihr euch gefunden? Seit wann, fragen wir mal so, seit wann gibt es die Blau AG überhaupt schon? Also wir feiern heuer unser 20-jähriges Jubiläum. Also wir haben 1995 angefangen, da waren wir nur zu viert, also der Manfred Unger, unser Bassist, mit dem habe ich mehr oder weniger das war der erste, den ich angesprochen habe, gesagt, hörst, was ist, hättest Interesse, und der Jelly Neuber, unser Mundharmonikerspieler, der ist dann relativ bald auch dazu gekommen, und einen Schlagzeuger haben wir gehabt, der hat aber relativ bald die Band verlassen und wurde dann im Laufe der Zeit immer wieder ersetzt. Seit damals gibt es die Blau AG. Also wir feiern sozusagen unser 20-jähriges Jubiläum heuer. Dann möchte ich recht herzlich gratulieren der Blau AG, weil so oft ist es auch wieder nicht, dass eine Band so lang zusammenbleibt. Das ist wirklich großartig. Ihr macht eigene Songs, ihr textet. Wer macht das hauptsächlich? Bist das du? Das mache ich, ja. Also ich schreibe die ganzen Texte. Teil des Programms, das wir spielen, sind immer eigene Sachen. Beim Blues ist es halt schwierig, weil da gibt es natürlich schon Vorbilder, aber auch andere Musiker kopieren Blues-Songs und machen ihre eigenen Nummern draus. Das ist natürlich bei uns nicht anders. Also wir haben nichts neu erfunden. Und was wir auch machen, ist Coverversionen, teilweise von österreichischen Sachen,
Aber auch amerikanische Songs, die wir halt dann, oder die ich halt dann ins Wienerische übersetze, was irgendwie sehr gut zu machen ist. Ja. Da passt jetzt gerade das Thema gut dazu. Wie siehst du die, wie siehst du Parallelen zwischen dem Wiener Blues, wie ihr ihn macht, und dem amerikanischen Blues? Naja, es ist an sich so, dass das Wort Blues, also es gibt im Englischen das Wort blue, to feel blue, das heißt sich traurig fühlen oder es geht einem nicht so gut, daher kommt auch dann das Wort, weil genau darum ist es in diesen Blues-Songs ursprünglich gegangen, dass die Leute, die diese Musik gemacht haben, einfach über ihr Leben gesungen haben, über ihre Probleme, aber auch wie sie mit den Problemen fertig werden, das ist nicht alles negativ. Das Wienerische bietet sich ja da wunderbar an, weil es ja, das ist ja auch ein typischer Charakterzug des Wieners, dieses Ranzerte. Und deswegen gibt es da wirklich relativ viele Parallelitäten, und man kann teilweise die Texte wirklich wörtlich übersetzen und es passen wunderbar nach Wien, und es ist ganz egal, ob ich jetzt am Mississippi sitze und spüle oder an der Donau. Die Gefühle sind sehr ähnlich. Das nächste Stück ist aus der CD Kummer nicht so, du bist nicht allein. Du bist da nicht mal. Aber du bist blöd wie zwei, du bist da nicht wahr. Du sagst, du bist nichts Besseres, bist in einer besseren Rasse. Wir wollen alle nicht wie du ist, trägt dir zu spielen dein Hus. Du stehst ja vor der Bühne, an dich für alle Macht. Und du kreist dich, weil da ist wer, der was dir der Wahrheit sagt. Du bist da nicht wahr. Aber du bist blöd für zwei, du bist gar nicht wahr. Mein Gott rasiert den Schädel, rennst du durch den finsteren Wald. Du trainierst schon für den Einzig, weil das macht sich bald bezahlt. Und du wartest drauf, dass das Blatt sich endlich umdreht. Und dann wird endlich sauber, der nationale Staat. Du bist gar nicht wahr. Aber du bist blöd für zwei, du bist da nicht wahr. Passiert. Doch ich wehr mich, wenn man einfach andere Menschen pauschaliert. Wer ist er nicht ein Arschloch? Ist mir wurscht, woher er ist. Ein Trottel, freie Zone, das war Österreich. Das Paradies. Alle nationalen Scheißer, alle die gern Hussen dann. Hand hochreißen, alle Tiger nur bezahlen, alle Stinkerer und Rampfer, ich hab jetzt wirklich nur mehr Recht, alle Kopfnicker und Gaffer, es wird Zeit, dass ich echt schlecht. Es hat Zahn nicht wahr, es hat Zahn nicht wahr,
Fred wird zwahllos und endlich allein. Los und endlich allein. Los und endlich allein. Los und endlich allein. Lasst uns endlich allein, die Blau AG, zu Gast im Studio Tommy Tatzbär und Doris Laber. Was willst du sagen mit dem Lied? Ihr heißt Blau AG. Ist das, hat das eine politische Bewandtnis? Nein, natürlich ganz und gar nicht. Ich habe jetzt erst schon erwähnt, woher der Name kommt. Aber es ist natürlich, wenn Leute uns nicht kennen, dann ist die erste Frage natürlich, ist das was Politisches? Und ja, und deswegen war es für mich ganz wichtig, diese Nummer auf die CD zu bringen, um aber klar zu machen, wo wir nicht stehen, politisch zumindest. Und das einmal, um sich da wirklich ganz eindeutig abzugrenzen. Wir, die Blau AG, sind Tommy Tatzbär, Doris Laber und dann gibt's noch einige andere Instrumentalisten. Und zwar? Ja, also zuerst haben wir eh schon erwähnt, den Manfred Unger ist unser Bassist. Der Helmut Celli Neuber spielt Mundharmonika. Und dann haben wir an der Solo-Gitarre den Gerhard Hanzl und am Schlagzeug den Conny Ipore Castro. Ihr seid beide Lehrer, Tommy und Doris. Soviel ich weiß, arbeitet ihr an der gleichen Schule. Ja, so ist es. Doris, was bedeutet die Musik für dich, für deine Arbeit? Wie ist das mit, fangen wir mal mit dem persönlich, mit der persönlichen Bedeutung an. Naja, persönlich hat für mich Musik immer schon sehr viel bedeutet. Ich komme auch aus einer musikalischen Familie, habe schon in sehr jungen Jahren Instrumente gelernt, Klavier und auch Waldhorn. Ja, und habe das natürlich nie aufgeben wollen und insofern ist es ganz praktisch, weil die Schule, an der wir unterrichten, ist eine Schule mit Musikschwerpunkt und das passt dann natürlich dann ganz optimal zu meiner Leidenschaft Musik. Das heißt, die Leidenschaft Musik, die fließt auch in die Arbeit als Lehrer mit den Schülern und Schülerinnen ein. Ja, absolut, ja. Nämlich nicht nur, denke ich, wenn ich kenne euch jetzt ein bisschen schon, dass nicht nur das fachliche Wissen einfließt, sondern eben auch das Herzblut. Ihr nickt. Ja. Jetzt, warum nicht Musik als Beruf? Was hat euch zum Lehrerberuf gebracht? Ja, also bei mir war es eher Zufall. Also ich habe die Matura gemacht, habe keinen Plan gehabt, was ich machen soll, habe dann einen Tontechniklehrgang absolviert. Da bin ich dann drauf gekommen, okay, das kann ich wahrscheinlich auch nicht so wirklich, weil das ist technisch, bin ich jetzt nicht so wahnsinnig begabt. Der Traum vom Studiomusiker war natürlich immer da. Dafür war ich aber einfach zu faul zum Üben, um da wirklich so gut zu werden. Und ja, und ich habe dann mit einem Freund, der hat einen Workshop veranstaltet, hat mich eingeladen, ob ich ihm helfen möchte. Und da habe ich das erste Mal mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet. Und man dachte, naja, ist vielleicht nicht so übel, probieren wir halt einmal das. Und ja, das war eigentlich eine ideale Entscheidung für mich, weil ich mehr oder weniger meine Leidenschaft ausüben kann und gleichzeitig aber auch wirklich regelmäßiges Geld dafür bekomme. Und das ist auch der Grund, warum ich es nicht professionell machen würde. Ja. Weil wir haben halt den Vorteil, dass wir jetzt machen können, was wir wollen. Es wird uns keiner reinreden und sagen, ja, ihr müsst jetzt das und das machen, weil damit kann man Geld verdienen. Wir verdienen jetzt wirklich nicht viel Geld mit dem, was wir machen, aber es ist einfach dadurch die große Freiheit, da genau das machen zu können, ohne um irgendwelche Kompromisse eingehen zu müssen. Das heißt, die Leidenschaft des Lehrerseins und das, was rüberbringen den jungen Menschen, das hatte dich gepackt, das hatte dich wirklich gepackt. Da hast du gemerkt, dass
das mache ich gern und ich habe auch mein Auskommen, mein regelmäßiges. Ja, ich meine, ich mache das jetzt über 25 Jahre, bin seit der Zeit auch, also seit Anfang an in dieser Schule und habe eben da die Möglichkeit, durch diesen Musikschwerpunkt da ganz intensiv mit den Jugendlichen zu arbeiten und ihnen irgendwie meine Begeisterung irgendwie rüberzubringen. Und Doris, wie ist das für dich gewesen? Warum bist du nicht Berufsmusikerin geworden, auch mit dem großen Potenzial, das du hast? Naja, mein Traum war schon immer Lehrerin zu werden. Ich habe in jungen Jahren schon eine Jungschargruppe geleitet, also mir hat die Arbeit mit den Kindern immer schon Spaß gemacht. Ja, und die möchte ich auf keinen Fall aufgeben, also das gehört dazu. Wir kehren zusammen von der CD Kummer nicht so. Ganz egal, wo wir sind, wir kehren zusammen. Du und ich, wir tragen das gleiche Gewand. Du und ich sind manchmal schier am Sand. Du und ich, wir sind eine Weltpartie. Ganz egal, wo wir sind, wir kehren zusammen. Uns sind alle wurscht, wir scheren uns nicht um die Leid. Auf einer Riesenbühne stehen nur wir zwei. Auf einmal dann sind die Leute im Soll, was wir zwei da tun. Na, wir kehren zusammen. Wir kehren da zusammen. Wir kehren zusammen. Wir kehren da zusammen. Wir kehren zusammen. Von der Blau AG mit dem Besen Besen, aber nicht nur mit dem Besen Besen, sondern die Blau AG sind eine wunderbare Dialektband. Das ist Tommy Tatzbar, Gesang und Gitarre, Doris Laber, Gesang, Manfred Unger, Bass, Jelly Neuber, Hab Gerhard, bitte helft mir, Hansel, Gitarre und Kone Ibore Castro am Schlagwerk. Und
Doris Lava und Tommy Tatzbauer sind live zu Gast im Radio Y-Foteu. Wer hat euch bei dieser Nummer, die wir soeben gehört haben, mir kehren zusammen, verstärkt? Die Bläsers, der Bläsersatz, wer war das? Das sind zwei Lehrerkollegen von uns, der Peppi Awich an der Trompete und der Alex Wandruschka am Altsaxophon, die beide beim Dschungelorchester gespielt haben. Und wir haben die halt gefragt, ob sie Lust hätten, bei uns mitzumachen. Und die haben also gleich zugesagt und es war sehr nett und, glaube ich, ist auch sehr leibend geworden. Sehr, sehr leibend geworden. Dem kann ich nur beipflichten. Wir haben vor diesem Musikstück gesprochen drüber, warum nicht Musik als Beruf. Jetzt meine Frage an euch, die anderen Bandkollegen, gibt es da welche, die die Musik als Beruf ausüben? Also wirklich als Hauptberuf eigentlich niemand. Gerade unser Schlagzeuger, der spielt nicht nur bei uns, sondern auch in 2, 3, 4 anderen Bands. Er stammt aus Bolivien, wie der Name vielleicht vermuten lässt, und spielt in diversen lateinamerikanischen Bands hier in Wien. Bevor wir uns der Veranstaltungsreihe zuwenden, die du bzw. ihr mit der Blau AG initiiert habt, das sind die Werner Wötten, würde ich gerne ein Stück spielen, das ist von der zweiten CD, die ihr herausgebracht habt, Jessas, und heißt Leben in Wien. Ich hab Kaffee. Ja, so ist es Leben in Wien. Ich brauch keinen Ton. Meine Damen und Herren, wir sind uns jetzt nicht sicher, ob Sie die CD in einer guten, dieses Stück in einer guten Qualität gehört haben, weil bei uns in den Kopfhörern bröselt es. Ich versuche es jetzt mit dem nächsten Stück auf der CD. Daher ist leider auch ganz leicht bröseln. Gut, dann sprechen wir einfach weiter und nehmen dann ein anderes Stück. Die Werner Wötten, initiiert von der Blau AG. Die Werner Wötten, da war ich mit, durfte ich mit Rabusch, mit der Band Rabusch einmal zu Gast sein, ist eine super Geschichte, weil da passiert was? Ich habe mit einem weiteren Kollegen von mir, dem Rudi Kratzl, der die Band Wiener Glühen hat, gemeinsam die Idee gehabt, eine Veranstaltungsreihe zu initiieren, wo wir entweder seine Band oder meine sozusagen als Gastgeber fungieren und jedes Mal jemanden anderen dazu einladen. Das Ganze spielt sich dann so ab, dass zuerst der eine sein Programm spielt, eine Dreiviertelstunde, dann der andere, und dann gibt es immer einen gemeinsamen Block, wo wir sozusagen uns auf irgendeinen Künstler einigen, der uns beiden gefällt, und dessen Stücke dann einfach in unseren Versionen interpretieren. Die Idee dahinter ist die, dass es irgendwie schade ist, dass in der Wiener Musikszene eigentlich so wenig Zusammenarbeit gibt. Und es geht einfach um das Vernetzen, es geht einfach darum, sozusagen neues Publikum anzusprechen und auch dem eigenen Publikum neue Künstler oder andere Künstler zu präsentieren.
und auch zu zeigen, welche große Bandbreite die Wiener Musik hat. Seit wann gibt's das? Also wir sind jetzt im vierten Jahr, das vierte Saison sozusagen. Waren wir zuerst in der Arena Bar im 5. Bezirk und jetzt die letzten 2 Jahre und auch heuer sind wir in der Bierkanzlei im 8. Bezirk. Und ihr hattet im März die traf Blau AG auf Van Gurk am 18. Am 24. habt ihr dann gespielt im Eventcafé. Genau. Und das nächste Mal Werner Wötten gibt's am 8. April. Genau, also an diesem Mittwoch, übermorgen. Und da kommt Lukas Bonomeo. Genau, ein Liedermacher. Ein Liedermacher in der Bierkanzlei um 20 Uhr. Bierkanzlei ist in der Breitenfelder Gasse 22 in Wien. Was könnten wir jetzt spielen? Was hättet ihr gerne jetzt als nächstes Stück ersatzweise für die Jessas? Da werden wir uns jetzt konzentrieren auf die CD, kommen wir nicht so. Vielleicht die Nummer 5? Ist das genehm? Ja. Also, mir gefällt alles, ich meine. Ja, mir auch. Das ist darum ist das so schwer. Aber vielleicht machen wir die Nummer 11, weil das ist Nummer wieder musikalisch 11. Ganz was anderes. Sehr schön. Nummer 11. Und I und mein Koda ist es. Genau. Jetzt endlich auf mit euch ein gut verdammten Schlaf. Es geht mir so am Hammer. Lass mich mit meinem Koder in Ruhe. Lass mich trinken, so in gingen durch. So habt's doch Mitleid mit mir, armen Schwein. Aber ich glaub, ich bin echt wurscht. Thank you.
Sie und mein Coder Die Blau AG zu Gast im Radio Y Foutu sind Tommy Tatzbär und Doris Laber. Doris Laber Gesang und Tommy Tatzbär Stimme und Gitarre. Ja, eure CDs, es sind deren drei, zwei davon haben wir heute im Studio. Die eine ist die CD Jesus. Wann ist die erschienen? 2007 ist die erschienen und Kuma nicht so ist 2012 erschienen und unsere erste CD, die heißt Nur Blau AG, ist im Jahr 2000 erschienen. 2000, ein denkwürdiges Datum, Jahresdatum der ersten CD von der Blau AG. Wie arbeitet ihr, wenn ihr aufnehmt? Wie geht das vonstatten? Im Prinzip proben wir die Nummer natürlich vorher intensiv. Dann gehen wir ins Studio und fangen einmal mit Bass und Schlagzeug an und nehmen dann einfach sozusagen schichtweise auf. Ihr nehmt schichtweise auf. Hat das terminliche Gründe auch? Ist das für euch schwierig zusammenzukommen? Natürlich auch, ja. Also durch dass wir alle berufstätig sind, müssen wir uns das natürlich auch gut einteilen, dass möglichst viele gleichzeitig im Studio sein können. Und da tun wir uns natürlich auch auf diese Art einiges leichter. Und das Label, bei dem eure CDs erschienen sind? Ja, die ersten beiden sind sozusagen im Eigenvertrieb erschienen. Die konnte man bis vor kurzem nur bei Konzerten kaufen. Die letzte ist jetzt bei Room 66, das ist auch das Studio, wo wir aufgenommen haben und wo unser Proberaum ist, erschienen. Und seitdem gibt es, also die haben uns das auch sozusagen ermöglicht, auch unsere beiden ersten CDs auch im Internet vertreiben zu können. Also die CDs der Blau AG gibt es im Internet, gibt es auch auf euren Konzerten. Nächstes Konzert ist am 8.4. Werner Wötten, die Veranstaltungsreihe, initiiert von Blau AG und Wiener Glühn. Wiener Glühn, Blau AG trifft Lukas Bonomeo in der Bierkanzlei um 20 Uhr. Bierkanzlei ist in der Breitenfeldergasse 22. Und, meine Damen und Herren, Sie können sich jetzt schon einen Gusto machen auf die Blau AG, nicht nur mit CD von, mit Musik von der CD von der Blau AG, sondern auch live. Der Tommy Tatzbär und die Doris Laber sitzen mir vis-à-vis. Tommy hat schon die Gitarre in der Hand. Beide sind schon ganz in freudiger Erwartung. Und ich freue mich jetzt auch und darf euch bitten, was werden wir hören? Also das ist jetzt ein Stück von unserer ersten CD und heißt Nona Net. Favoriten und du kommst aus besserem Haus und dass ich wenig Geld hab, das macht dir gar nichts aus. Und wenn deine Mutter sagt, der Typ, der ist doch gar nichts wert, dann fragst du mich, ob mich das stört. Na, no, na, net. Geh bitte fragen zu blöd. Na, no, na, net. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Du hast mir zu deiner Party mit der ganzen Not wohl eh. Wir feiern den Geburtstag, ich schenk dir eine CD. Doch wenn die Schwester sagt, mein Freund schenkt ihm ein letztes Jahr ein Pferd, dann fragst du mich, ob mir das stört. Na, 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 net. Geh bitte Frage zu blöd. Na, 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 net. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Zum Essen, zum besten Wirt am Platz. Komm, schaust du in die Karten, ziehst du schon ein Futz. Du kannst die Kaviar nicht finden, das Besteck, das liegt verkehrt. Du fragst, ob mir das gar nicht stört. Na, wirklich nicht. Aber du bist nicht blöd. Und jetzt ist's spät. Such da einen anderen, der auf dich steht. Weil ich bin's nicht.
Die Blau AG live, Tommy Tatzbar und Doris Laber, na no, na nicht. Zu hören sind sie in Konzert, in Vollbesetzung, Entschuldigung, am 8. April bei der Veranstaltungsreihe Werner Wötten, gemeinsam mit Lukas Bonomeo in der Bierkanzlei. Um 20 Uhr ist Beginn. Die Bierkanzlei ist in der Breitenfeldergasse 22 im 8. Wiener Gemeindebezirk. Und die Website der Blau AG finden Sie auf www.blauag.org. Und ihr habt auch eine Facebook-Seite. Ja, genau. Die findet man unter www.facebook.com/blauag. Ja, wie lange, also wie oft muss man proben, dass man das so drauf hat? So frisch, frei, Frank von der Leber weg, noch dazu im Studio? Wir müssen. Wir proben ungefähr alle 14 Tage. Weil es sich einfach beruflich nicht anders ausgeht, dass wir mehr und intensiver proben könnten. Das heißt, das ist gerade das, dass wir halt möglichst immer alle zusammenkommen können. Wie oft spielt ihr in etwa so im Prinzip einmal im Monat. Ja. Ich schlage vor, wir spielen ein Stück von eurer CD, Kummer nicht das so. Und zwar die Maria Hüverstraßen. Tommy, der Text ist von dir, wie eigentlich alle anderen Texte auch. Wie bist du auf den Text gekommen? Also der Ursprung war eigentlich eine John Mayall-Nummer. Ich bin großer John Mayall-Fan und für mich war immer wichtig, dass der Blues, den wir spielen, nicht eindeutig stilistisch einordnbar ist. Also ich habe sehr viele verschiedene Vorbilder, er ist einer davon. Und da gibt es noch ein Stück über eine Straße von ihm und ich habe mir gedacht, okay, probieren wir sowas Ähnliches, auch über eine Straße, was bietet sie an? Naja, Maria Hüverstraßen bietet sie an, weil die hat ja so einen Beinamen, die Straße der Sieger, weil da diese Hand- und Fußabdrücke von den Sportlern drin sind. Und ja, und daraus habe ich dann eben diesen Text gemacht. Und du singst es auch und es singt wieder mit die Doris Laber. Ich sitze in einem Kaffeehaus und du sitzt mir vis-à-vis. Du schaust mir in die Augen und sagst, du stehst nicht mehr auf mich. Auf der Maria Hüverstraßen. Samstagnachmittag um drei. Möchte so gern mit dir reden, aber du sagst du, es ist vorbei. Dann gehst du aus bei der Tür und ich renn da hinterher. Doch der Ober schreit mir noch, zuerst bezahlt sie die Iger her. Auf der Maria Hüverstraße. Samstagnachmittag um drei. Sollte die 15 Euro zahlen, aber ein Zehner hab ich nur dabei. Dazu, warum immer ich? Mein Leben ist eine einzige Absturzpartie. Ich gehe auf der Straße, der Sieger spazieren. Warum muss ich trotzdem dauernd verlieren? Dort ist es weg und dort, wo es gerade entstanden ist, ist nur ein leerer Blick. Auf der Maria Hüverstraße. Samstagnachmittag um drei. Steht mein Auto auf einem LKW und fährt langsam an mir vorbei. Wie komme ich dazu? Warum immer ich? Mein Leben ist eine einzige Aufsturzpartie. Ich gehe auf der Straße, das
Sieger spazieren. Warum muss ich trotzdem dauernd verlieren? Auf den Dach über mir rechts im Ocher End. Von mir bleibt nur ein Blutfleck, nimm am Klammer seine Hand. Auf der Mariahüferstraße, Samstagnacht mit Tag und Freiheit, liege hin, ich auf dem Platz, da tausend Leute rennen an mir vorbei. Liege hin, ich auf dem Platz, da tausend Leute rennen. Ja, so kann es da gehen. Auf der Maria-Hüfer-Straße, die Blau AG kann ein Liedchen davon singen, beziehungsweise ist es sicher nichts Autobiografisches, weil sie sitzen mir gerade vis-à-vis Tommy Tatzbär und Doris Laber. Doris, du spielst Waldhorn. Ja. Ich finde es schade, dass du dein Waldhorn nicht einbringst in die Blau AG. Wieso ist das nicht dabei? Naja, ich muss gestehen, ich habe das Waldhorn jetzt schon Jahre in meinem Schrank liegen und habe es nicht mehr in Verwendung. Das heißt, es ist schon verstaubt und ich müsste mich da erst wieder ein bisschen auffrischen. Aber okay. Vielleicht kommt es noch. Aber das wäre schön. Weil die Bläsersätze passen ja super zu eurem Stil. Also wenn es dann noch zwei, was weiß ich, ein Posaunerl und ein Saxophonerl oder was dabei war, so ja. Beim Konzertal. Könnte man ja mal andenken. Ne? Also ich würde mich sehr freuen, dich am Waldhorn zu sehen und zu hören. Tommy, was ich dich fragen wollte noch bezüglich Texten. Wie gehst du das an, wenn du ein Stück schreibst? Was ist da zuerst da? Also das kann ich nicht so allgemein sagen, das ist ganz unterschiedlich. Meistens ist es irgendeine Redewendung oder irgendeine Idee, mit dem es anfängt. Ja? Also Nona Ned ist so ein typisches Beispiel. Ja? Das ist mir irgendwann einmal aufgefallen, dass das relativ viel Leute sagen. Und dann dachte ich, okay, das klingt leibend und daraus könnte man einen Text machen. Ja, also das wäre ein Ansatz. Ja. Manchmal ist es auch, dass zuerst die Musik da ist und ich mir denke, okay, was fällt mir jetzt da dazu ein? Also es gibt da jetzt kein Patentrezept. Und hast du da so eine Sammlung an hast du da so ein Notizbuch, wo du das reinschreibst oder bleibt dir das im Gedächtnis? Wie machst du manchmal, das? Manchmal schreibe ich es auf, also meistens am Computer, aber ich denke mal, wenn eine Idee gut genug ist, dann merke ich mir es. Und dann arbeite ich daran, so einfach, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder so. Und die Nummer wächst dann langsam. Das heißt, du hast die Idee und arbeitest dann gleich daran. Du lässt es nicht liegen oder du hast, was weiß ich, vier Ideen und die schreibst auf, sondern du nimmst eine, du machst das so richtig, arbeitest es ab. Also nein, das ist schon oft parallel. Also manchmal habe ich dann einen Anfang und dann geht es nicht weiter und dann lege ich es weg und lasse liegen. Also zum Beispiel die Wiener Sprache, was wir zuerst gehört haben, das waren eigentlich ursprünglich zwei Ideen, aus denen ich Lieder machen wollte und dann haben wir gedacht, eigentlich passen die ganz gut zusammen und so ist dann eigentlich das Lied entstanden. Und die merkst du dir, die zwei, und dann fügst du sie zusammen? Also das passiert in deinem Kopf, oder? Ja, im Prinzip. Meistens im Kopf, ja. Wir haben jetzt noch 4 Minuten. Ich glaube, es geht sich nur mehr leider ein Stück aus. Und wir haben zur Auswahl, wir haben uns aufgeschrieben, der letzte gespritzte und kummer nicht so. Was würdet ihr meinen, was wir nachher spielen werden? Ist schwer zu entscheiden. Okay, dann entscheide ich das jetzt und sage, wir spielen Kummer nicht so.
Okay. Und bevor wir uns verabschieden, möchte ich gern noch einmal verlautbaren, wann die Blau AG live zu sehen sind. Und zwar ist das am 8. April im Rahmen von Werner Wötten, initiiert von der Blau AG. Da trifft die Blau AG in Konzert auf Lukas Bonomeo. Das ist am 8. April in der Bierkanzlei, Beginn um 20 Uhr, Bierkanzlei in der Breitenfelder Gasse 22 im 8. Bezirk. Ich glaube, es ist Breitenfelder Straße. Breitenfelder Straße. Da steht zwar Gasse. Straße, ja genau, bei mir steht auch Straße. Aber jedenfalls Bierkanzlei im 8. Bezirk, das ist zu finden. 28. Mai, wieder Werner Wötten, Blau AG trifft Wunderwerk in der Bierkanzlei. Und am 3. Juli sind Blau AG im Traditionscafé Industrie zu sehen, zu hören, live zu erleben um 20.30 Uhr. Ich darf mich herzlich bedanken. Ich danke euch, dass ihr ins Studio gekommen seid. Wir danken für die Einladung. Dankeschön, ja. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für die Aufmerksamkeit. Sag auf bald im Fauteuil. Du stehst so auf mich und du hörst gern das Gall aus der Boutique vis-à-vis. So bin ich der Größe oder der Sparefrau. Ich schrie das Begehren, hast du was, bitte komm mir nicht auch so. Du gehst fort in der Früh und du kommst heim in der Nacht. Wenn ich dich frag, wo hast dein Abend verbracht, dann suchst du was essen mit ein paar Leid aus dem Büro. Ja, vielleicht bin ich ein Traubel, aber bitte komm mir das so. Du weißt, wo mir kennt das, was soll das haben, doch bei mir gibt's eine Grenze, das kannst mir gern. Drum geh nicht weit, versuch dich spät, weil wir blöd verkaufen.